кто-то тебе сказал, внутри тебя нет Бога, то Und wenn zu dir jemand sagt, in dir ist Gott nicht drin, dann внутри нас есть некоторые verlass моменты, einfach diesen Ort. Es gibt которые Momente, нам нужно выбросить из нашей жизни. Amen. In jedem И ты готов Leben, сегодня die wir einfach выбрасывать rausschmeißen то, что müssen. Нужно, за борт. Bist du bereit, wieder heute was wegzuschmeißen? Мы та церковь, которая занимается ja, wir sind этим. Die Kirche, die damit uns beschäftigt. Мы не подкидываем, мы выбрасываем. Wir geben dir nichts, wir schmeißen alles aus deinem Leben weg. Многие люди убегают. Мы говорим, Deswegen rennen viele weg. Нужно. Wir это sagen, gib das weg, das ты brauchst du nicht. Aber sie denken, sie brauchen es. Внутри тебя много вещей, Genauso in dir drin. Du hast keine Ahnung, wie viele Eigenschaften du mit dir trägst, die gar nicht von dir sind, die gar nicht für dich gedacht sind, und du quälst dich mit diesen. Und Gott sagt, sei einfach frei, freie dich von diesen Eigenschaften. Sei einfach für Gottes Königreich. Wunderbar. Ich danke Gott für jedes Jahr, который мы проходим, das wir jetzt hinter потому uns что haben, много людей weil viele Menschen, уже на этом месте я встречал, мы встречали. Это die большой hier поток, in dieser Kirche begegnet это уникальное haben. Время. Das waren viele да? Menschen. И, es war auch eine назад, unglaubliche Zeit, aber wenn man zurückblickt, я понимаю, что время ценно, семья. Versteht man что mittlerweile, dass die Zeit kostbar ist. Jeder Tag ist kostbar und hat einen Wert für unser Leben. Und du solltest nicht nur alles auf morgen schieben. Ja, 4 Jahre Erfahrung für eine Kirche ist vielleicht nicht viel. Das ist erst der Anfang. Und wir fangen ja auch erst an. Wir fangen erst an. Wir fangen erst an, anzufangen. Also fang an, endlich anzufangen. Jeder Tag ist kostbar. Jedes Gebet hat Kraft. Jedes Wort hat Kraft und trifft das Ziel. Und ich glaube, dass Gott hier genauso etwas Wunderbares schaffen will, wo Freiheit ist, wo Freude ist, wo Befreiung ist, wo wir uns treffen können. Seid gegrüßt in der Familie Gottes. Und jeder Tag Ты понимаешь, что Бог, он реален. Verstehst du mehr und mehr, dass Gott wirklich real ist? Настолько реален, Gott ist wirklich. Что страшно представить, es ist sogar он реален. Manchmal furchteinflößend ist, sich vorzustellen, wie real er schon immer in deinem Leben war. Есть, он реален, и ты создан Богом. Und erinnere dich immer an eins, dass du von Gott geschaffen bist. Du bist ein Schatz vom Himmel, kein Affe. Ich will nicht darüber nachdenken, mit dem Verstand und dem Geist der Mengen mitdenken, die dir erzählen, Gott ist so, Gott ist so, Gott ist klein und jetzt ist Gott nur in diesem hier Gott im Dienst. Nein, das stimmt nicht. Gott ist immer in deinem Leben. Auf permanent nachzudenken, so wie die Massen denken. Du musst einfach sehen wollen, wie groß Gott im Leben von allen ist. Und ich weiß, wenn viele mit Gott sich begegnet sind, die packte wirklich die Angst, weil der Verstand und das Herz nicht vorbereitet war für das Treffen mit Gott. Und deswegen will ich heute das Thema mal benennen. Das Thema heißt Obdachloser oder Überreste aus der Vergangenheit. Ich weiß, dass Obdachlose hier in Deutschland eine große Seltenheit sind. Obdachlose. Без крыши. Also Menschen ohne Dach. Auf Russisch übersetzt. Это другая тема. Wörtlich. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Всем нам нужно сорвать крышу. Wir müssen alle unsere Dächer einreißen. Weil manchmal dieser Дах, den wir selbst aufgebaut haben, lässt seine Heiligkeit nicht auf uns herab. Это другая тема. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ich will jetzt nicht. Если кто не знает, also, wenn jemand nicht weiß, произошло, Obdachloser, это разговорное слово. Это не in Russischen kommt это von umgangssprachlich. Es ist eine Abkürzung auf Russisch. Es sind die Menschen, die keinen Ort haben, wo sie verbleiben können. Ну, вот такая тема, праздничный, в
Ich weiß, es ist vielleicht kein feierliches Thema, aber Gott hat nur eine Feier, wenn sich seine Kinder zusammentreffen. Er sagt, ich brauche eure Tanzen und eure Freude nicht. Ich will, dass ihr zusammen seid und mich sucht, zusammen und mich preist. Für mich ist das ein Fest, sagt Gott in der Bibel. Und wenn du glaubst, dass irgendwelche Ostern, sonst was, Weihnachten für Gott wichtiger sind als andere Tage, ist es nicht so. Für Gott ist alles gleich. Für ihn ist es Freude, wenn seine Kinder zusammen seine Ziele annehmen, wenn sie ihn zusammen suchen, wenn sie ohne einen Ausweg nur ihn sehen. Das ist für Gott echte Freude und ein echtes Fest. Wann ist für dich denn eine Freude und Fest, wenn zu dir dein Kind kommt und zu dir einfach sagt, ich liebe dich, Vater, oder ich liebe dich, Mutter? Was passiert mit dir in deinem Herzen? Genau so ist es mit Gott. Also Obdachloser, jemand, der keinen Ort hat, wo er verbleiben kann. Alles, was du heute hören wirst, wird auf geistliche Ebene gerichtet sein. Also, weil unser physisches Leben ist eben sehr ähnlich dem geistlichen. Das ist wie Gottes Leben. Viele Elemente sind einfach vom Teufel kopiert. Von Gott, den einem Schöpfer, kopiert, wie zum Beispiel Musik, Gottesdienste, um einfach uns irre zu führen und uns geistlich obdachlos zu machen. Es ist ein unglaubliches Thema, weil viele, viele Menschen haben einfach keinen Ort, wo sie Halt haben. Sie haben kein Ziel, sie wissen nicht, worin sie leben, wo sie leben. Sie suchen Gott, aber sie finden ihn nicht und sie glauben, dass sie irgendwas retten kann, irgendeine Kirche oder irgendeine Tradition oder irgendeine neue Religion. Aber Gott sagt, beruhigt euch, Kinder, ihr braucht bloß ein Haus, Gottes Haus. Vom Himmel. Wenn du das nicht gewusst hast, dass es ein Himmelshaus gibt, dann es gibt eins. Und willkommen in diesem Himmelshaus. Und Gott hat nicht nur einen Namen, Vater und großer, er hat viele Namen. Es hängt von deiner Beziehung, von deinen Gebeten ab, wie nah du an Gott bist. So viele Namen kann man ihm noch geben. Und ich danke Gott dafür, dass durch die Wiederauferstehung von Jesus Christus er alle Menschen in seinem Haus einen Weg gezeigt hat in sein Haus. Gott hat, nachdem Jesus Christus auferstanden ist, jedem einen Weg in sein Haus gezeigt. Selbst als der Teufel in dein Leben kam und hat dich belogen, zum Beispiel wie in dem ersten Buch Mose, wo Adam und Eva gesündigt haben, sogar in diesem Moment hatte Gott sie nicht verlassen. Sie hatten immer die Möglichkeit, in Gottes Haus wieder zurückzukehren. Gott verlässt niemanden obdachlos hier in dieser Welt. Bloß Menschen selbst nehmen das an. Sie akzeptieren es einfach, dass sie nicht mehr in seinem Haus leben wollen. Das ist nicht an die Menschen gerichtet, die noch nie über Gott, über Heiligen Geist, über Jesus was gehört haben. Das ist an die gerichtet, die Tag und Nacht über Bücher, über die Bibel, über selbst über Tiere, Menschen. Gott sucht und Gott sagt, bloß, du musst zurückkehren zu mir nach Hause. Hör auf, da draußen auf der Straße zu pennen. So wie ein Obdachloser eben. So wie er weiß nicht, wo er morgen schlafen soll. Es gibt so viele Organisationen, die ihnen eine kurzfristige Bleibe geben können, die ihnen helfen, aber Obdachlose bleiben trotzdem obdachlos. Ja, viele in Russland, nach dem Zerfall der Sowjetunion, waren viele gezwungen, auf der Straße zu schlafen, aber in Deutschland ist das ein bisschen anders. Hier gibt es sogar Menschen, denen es gefällt, wie ein Obdachloser zu leben. Das ist fast wie ein Hobby für sie. Und genauso ist es für viele Christen. Es ist für sie ein Hobby.
ein Hobby, obdachlos zu sein, ohne Gottes Haus. Und das ist eine sehr komfortable Situation, weil in dieser Situation, wenn du dich in dieser befindest, bist du irgendwie sozusagen frei. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Deswegen gibt es in dieser Position keinen, der wächst. Deswegen gibt es in solchen Positionen niemanden, der sich wirklich befreit. In diesen Positionen ist bloß der ein Anfang, aber ohne Ende. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann hast du noch die Zeit, indem du einfach dich zu deinen Sünden bekehrst und Jesus tatsächlich dich in dein Leben begrüßen heißt und ihn als Retter annimmst. Also wenn du noch nicht weißt, wohin du genau gehen sollst, ich will niemanden hier klein machen oder erniedrigen sogar. Es gibt viele Orte, wo Gottes Kraft wirklich fließt. Wir sind nicht die, wir wollen nicht die Menschen sein, die dich hier festhalten wollen. Unsere Aufgabe ist es, einfach über Jesus Christus und über seine Kraft zu schreien. Amen. Und ich bitte dich, wenn du hier nicht, wenn du dich fühlst, dass es nicht hier dein Platz ist, dann bekehre dich einfach zu deinen Sünden, nehme Jesus tatsächlich an, in dein Leben, ihn als Retter. Wenn du diese Predigt nicht dich erinnern kannst, brauchst dich nur ein paar Wörter erinnern. Du musst dich bekehren. Wenn du dich nicht bekehrst, gehst du nirgendwo hin. Niemand will deine Abhängigkeiten, deine Probleme im alten Leben hören. Wozu? Bekehre dich einfach. Irgendwo. Lade einfach Jesus in dein Leben ein. Und du wirst sehen, wie du als endlich ein Haus findest und endlich ein Kind Gottes wirst, ein Kind des Himmels. Wer will ein Kind des Himmels sein? Alle, oder? Verstehst du jetzt, dass ein Erwachsener, der in dieser Welt lebt, dieses Leben hat ja so viele Schmerzen, so viel Negatives zubereitet, dass du irgendwie gar keine Lust mehr hast, in dieser Welt mehr zu leben. Ich befinde mich bloß nur noch in diesem Leben, weil mir Gott diese Position gegeben hat, weil mir Gott ein Ziel gesetzt hat, weil mir Gott seinen Traum geöffnet hat, damit ich bis zum Ende komme. Deswegen leben wir, obwohl wir gar nicht mehr leben in dieser Welt. Und jeder Tag müssten wir eigentlich mehr und mehr für dieses diese Welt sterben. Und ich weiß, dass ich nicht obdachlos bin. Aber weißt du es, ob du es bist? Weißt du, ob du wirklich einen Ort hast in Gottes Haus? Deinen Ort. Aber viele verstehen das nicht. Und du hörst dir sagen, das bin ich nicht. Aber das ist eine Lüge. Der Teufel hat dir diesen Platz, der für dich reserviert war, einfach geklaut. Und er sagt dir, dass du Gottes Gnade niemals erreichen wirst, dass du Gott niemals anfassen wirst, dass Gott von dir sehr weit entfernt ist, in Gottesdiensten und überhaupt in allem. Aber hör, Jesus sagte, Jesus hat jeden Tag angeklopft an deine Tür. Jesus klopft jeden Tag an deine Tür an. Du stehst kaum noch auf. Glaub mir, aber der Himmel ist schon über dir. Das ist für die, die es nicht sehen. Wach einfach mal auf und schau auf die Welt mal anders. Um dich herum ist schon alles. Jesus, Engel und der Heilige Geist. Und sie sagen, aufgewacht. Na, lass uns gehen. Aber in welche Orte führst du den Heiligen Geist mit dir in diesem Leben? Wohin gehst du? Das ist kein Witz, wenn ich dir sage, dass um dich herum der Himmel sich auf dich konzentriert und immer mit dir ist, egal wo du bist. Vergiss das einfach nicht. Es gibt Kraft der Dunkelheit, die
den Himmel von dir fernhalten will, mit allen Mitteln, Zauberei, Hexerei, Abhängigkeiten, alles Mögliche, um dich einfach nur abzulenken, damit du nicht konzentriert bist auf Gottes Himmel. Deswegen sind wir hier. Deswegen ist es auch nicht einfach, manchmal hier zu stehen. Manchmal ist es hier heiß, weil jemand kämpft dafür, dass du das hörst, was du eigentlich gar nicht vielleicht hören willst. Für mich ist heute ein Zeugnis, ich will fast schon weinen. Lass uns einfach Gott preisen. Ich danke für alle. Das war wirklich Gottes Plan heute, dass ihr wirklich heute kommt. Ich habe heute, als das Team hier unten gebetet hat, habe ich oben den Türgriff gepackt und Gott gebeten, dass er für jemanden die Tür öffnet. Und das wart ihr. Danke dafür, Gott. Ich bin nicht der Pastor, der nur in der Szene Pastor sein will. Es gibt viel Arbeit, die du nicht siehst. Als du gekommen bist, war mir plötzlich so heiß geworden. Und ich dachte mir, wenn mich bloß jemand jetzt so sieht, wie ich da stehe. Weil ich wollte, dass Gott sein Königreich für seine Kinder öffnet. Weil ich traurig bin und müde. Ich bin einfach müde. Und dann kommen neue Menschen. Und ich sagte mir, jetzt geht's los. Neue Kinder, neue Männer. Das ist Gott. In dir ist Gott. Du hast einfach auf Gott gehört. Du hast keine Ahnung, was für dich eigentlich Gott vorbereitet hat. Du verstehst ja selber vielleicht nicht, warum du hier heute bist. Vielleicht hattest du gar nicht gestern vorher herzukommen. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, ich habe mich nicht vorbereitet. Du hast dich nicht vorbereitet, aber ich habe dich vorbereitet. Und hat mich vorbereitet. Und ich gehe immer auf dieses Fest. Ich weiß, dass viele vorhatten, heute zu kommen. Aber irgendwas hat sie aufgehalten. Aber nächstes Mal halte ich den Türgriff noch fester. Und ich glaube auch daran, dass wir die Tür auch materiell wirklich abnehmen werden. Jesus hat gesagt, das Königreich Gottes ist für alle offen. Es gibt keine Türen. Du hast dir selbst irgendeine Türe, Grenzen gesetzt. Dass du da nicht reinkommst, du selbst baust dir auf Angst, dass du, also jetzt mal so, wenn ich hier mal spaziere oder sonst was, oder wenn ich mich oben befinde und das Team noch betet, irgendwelche Geräusche, also von außen hört man ja bloß nur, dass jemand schreit hier drin. Und wir leben in dieser... Also es ist wirklich manchmal furchteinflößend, dass Leute hier so schreien und die laute Musik. Aber du kommst hier herunter und dann Blumen, alle sind gut gelaunt, die Menschen sind normal. Und die Angst, die verfällt einfach irgendwie. Genau so ist es mit Gott, wenn du zu Gott kommst. Am Anfang hast du Angst, weil du alles aufzählst. Du hast nicht mal genug Finger, um alles aufzuzählen, was du alles in deinem Leben hattest. Und dass du verstehst, dass es nicht von Gott war. Nicht nur die Sünde, wie viel du alleine sündigen wolltest. Aber du wirst nicht mehr in der Lage sein, zu sündigen. Amen. Weil dein Fleisch stirbt. Und ich fühle einfach die Freiheit von Jesus Christus. Wer hatte mal das Gefühl in sich drin, dass du wenn du wieder nach Hause zurückkehrst? Also für uns ist es noch einfach. Jesus говорит, это твой дом. Weil wir ja Ausländer sind für dieses Land. Aber das kümmert Jesus nicht. Er sagt, egal welche Sprache du sprichst, welche Staatsangehörigkeit du hast. Wer hatte mal diese Situation, wo er schnell nach Hause musste? Und eben irgendwie auf irgendwelchen Wegen nach Hause schnell zurückkehren musste?
Also bei der ersten Etappe im Umzug wirst du erst dorthin zurückkehren, wo du herkommst. Так как это было настолько привычным для тебя, что не нужно было напрягаться каждому пойти домой. Also es ist nicht anstrengend für dich, wenn du nach Hause gehst. Du musst ja nicht darüber nachdenken, wie du nach Hause kommen sollst. Du denkst ja nicht mal darüber nach. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Du kennst den Weg, du kennst die Uhrzeiten, oder Straßenbahn oder Bus oder mit dem Auto. Du gibst nicht mehr im Auto die Navigation ein, wie du nach Hause kommst. Aber wenn du das allererste Mal in Gottes Haus kommst, dann ist es doch ein bisschen schwieriger, den Weg her zu finden, oder nicht? Die Navigation zeigt in der Regel unsere Adresse nicht, wo sich die Kirche befindet. Und du musst dir Kraft anlegen, um hierher zu kommen. Also nicht mal hierher in die Kirche überhaupt, wenn du einen neuen Ort suchst. Du bedenkst, du schaust auf der Karte, du schaust, du planst einfach, wie du fahren musst, wie du an dem Ort, an den neuen Ort, wo du hin willst, hinkommst. Verstehst du, wo ich hinlenken will, dieses Thema? И только тогда, когда ты понял, что ты переехал, ты в навигации своего сознания dann, поменяешь адрес. Verstehst, dass du wirklich и тебя больше не затруднит добраться в новый geistlich, in deinem Verstand, почему тяжело die Navigationsadresse тебе nicht mehr brauchen? Also warum ist es schwer für вопрос, dich, in die Kirche zu kommen? Себе, и ответь Frag на dich него doch einfach mal selbst. Себе. Und beantworte diese Frage dir selbst. Потому что ты не warum переехал. Ist es dir schwer, in die Kirche zu kommen? Weil du geistig noch nicht umgezogen bist. Warum fällt es dir schwer, mit Gott zu reden? Warum fällt es dir so schwer, zu beten oder die Bibel aufzumachen, Hauskreise zu besuchen, irgendwas, egal was, für Gott was tun? Warum fällt es dir so schwer? Weil du eben noch nicht in sein Königreich umgezogen bist und deine Navigation in dir drin lenkt dich immer wieder zurück ins alte Leben. Und du fährst immer wieder zurück in dein altes Haus, das leer ist, das kalt ist, wo du nichts mehr findest und nichts mehr bekommst. Und niemand auf dich dort mehr wartet. Und deswegen sagt Gott, willst du zu Hause sein, willst du zu mir, immer mich finden, egal wo, in Gebeten, in Träumen, also wenn du schläfst. Und wir wissen, dass Gott, wenn wir schlafen, uns Träume schickt. Wenn du immer mit Gott sein willst, musst du einfach nur umziehen. Umziehen. In sein Königreich. Geistlich. Und alles, was er besitzt, wird deins werden und umgekehrt. Aber wenn Gott zu dir sagt, gib mir deine Zeit, gib mir wenigstens ein paar Cent, also wenn wir jetzt über Finanzen reden, dann sagst du nein. Dann Gott will was von mir. Aber das stimmt nicht. Es gehört ja nicht mal Gott. Es gehört dieser Welt. Und Gott weiß, wenn du alles gibst, dass du alles weggegeben hast. Weil ich umgezogen bin und in seinem Königreich lebe. Und ich will, dass du genauso in seinem Haus lebst. Lass uns endlich aufhören, gegenseitig uns zu besuchen. Also geistig zu besuchen. Lass uns einfach anfangen, zusammen zu leben. Ja, wir leben zwar physisch in verschiedenen Häusern, aber wir haben nur ein Haus, ein echtes Haus, und das ist sein Himmelreich. Und das ist vom Vater. Zieh einfach um. Und es wird dich nicht mehr den alten Weg dir zeigen wollen, dich in das alte wieder zurückführen. Deswegen fällt manchen wiederum es schwer, zurückzukehren, wenn sie mit Gott sind. Denn die allererste Adresse auf dem Halt ist Liebe. Aber in der Navigation gibt es dieses überhaupt gar nicht. Du akzeptierst diese Adresse gar nicht. In deinem alten Navigationssystem nimmt das gar nicht an, Liebe. Er findet sowas nicht, Lieben. Wir fahren weiter. Vergebung. Das ist ein großes Problem für Kirchen. In den Kirchen vergeben. So eine Adresse existiert gar nicht. Wie soll ich den einen vergeben? Natürlich, du musst.
In seinem Haus, in Gottes Haus, ist es ziemlich einfach zu vergeben. In seinem Haus gibt es so eine Straße. Vergebung. Das sind erst zwei Adressen. Wenigstens diese sollten wir noch erreichen können. Это уникальные улицы, улица любви, улица прощения. Straße der Liebe und die Straße der Vergebung. Auf dem Weg zu Gott. Бескомпромиссности. Wenn du kompromisslos bist. Вы знаете, когда мы скажем Богу, ну все. Ihr wisst, wenn du wirklich я хочу переехать. Vom Herzen zu Gott sagst, ich will endlich umziehen. Навигации твоего сознания обновится. Dann wird in dir drin etwas sich erneuern einfach und du wirst diesen Weg finden können. Liebe, Vergebung, Kompromisslosigkeit. Du wirst wollen, vielleicht sogar zu sündigen, aber du wirst nicht mehr in der Lage sein können, weil du in eine ganz andere Richtung eben fährst. Vielleicht versteht es jemand. Du fährst, immer noch zu Gott in sein Haus. Du willst vielleicht zurückfahren, aber du kannst nicht. Du findest den Weg nicht mehr zurück. Почему? Warum? Стерто. Weil es gelöscht ist. Едешь к своему греху. Du willst vielleicht sogar seine Sünde wiederfinden. Aber du kannst nicht mehr. Da ist Vergebung und Liebe. Vergebung, Liebe. Unglaublich, oder? Ist doch gut mit Gott in seinem Haus. Представляете, мы меняем физическое место жительства. Мы Stellt euch vor, wenn wir страну, tatsächlich да, umziehen. Здесь многие люди, кроме наших детей, здесь мы все переехали. Also jeder ist in seinem Leben schon mal umgezogen. Jeder ist schon mal umgezogen in seinem Leben, außer Christoph. Wir haben nur einen Einheimischen, der darf nie sein. Der hat auf uns gewartet. Bist du glücklich mit deiner Familie? Er ist sehr glücklich. Er wusste ja nicht einmal, wie viele Verwandte er hat in Russland, in der Ukraine, in Kasachstan. Der ist schockiert einfach nur. Deswegen ist er noch hier, weil er geschockt ist. Also verbleib bitte in diesem Schockzustand. Du schaust um dich herum. Schwestern, Brüder und sprechen komische Sprachen. Ich bin hier geboren, nicht die. Вот это класс, это папа. Genau so funktioniert aber auch Gott. Если нам тяжело менять физическое место, wenn es uns schon schwerfällt, physisch umzuziehen und die neue Heimat anzunehmen, wie glaubst du, fällt es einem schwer, das geistlich eine neue Heimat zu finden und diese auch. Es ist nicht so, dass du in die Kirche gehst und einfach betest und eine Kerze anzündest. Es ist ein kompletter Umzug von einem, von der einen Welt in die neue Welt, in eine andere Welt. Und die Realität, die dir so real vorkommt, ist in der neuen Welt gar nicht mehr so real. Sie kommt dir gar nicht mehr so vor. Wie kann man etwas glauben, was man nicht sieht? Jesus ist zwar auferstanden, aber wo ist Jesus? Wo ist denn der Heilige Geist? Dieser Umzug, den siehst du nicht. Du siehst nicht, wohin du fahren musst. Die Menschen sehen das nicht. Unsere Verwandten sehen das nicht, wohin du umziehst. Die glauben, du bist einfach nur krank. Du bist einfach verrückt und krank. Du warst doch mal normal, du hast normal gearbeitet, du hast normal gelebt, aber irgendwas stimmt doch nicht. Der ist krank einfach. Was ist mit dir? Wer hat dich in eine Sekte gelenkt? Natürlich bist du für sie, dann mit der Zeit wirst du für sie zu einem Alien. Wenn du zu denen sagst, ich trinke nicht mehr. Wie soll das gehen? Was bist du? Schau auf den Finger, so wie der Arzt den macht. Psychotherapie eben. Klopft dir auf dein Knie, du hast ja Reaktionen.
Aber du sagst, ich trinke nicht. Und morgen werde ich auch nicht mehr rauchen. Und Drogen interessieren mich überhaupt gar nicht. Und ich liebe dich eigentlich. Und die schauen dich an. Sie verstehen es einfach nicht. Du lebst zwar hier, aber du bist irgendwie abwesend, weil du schon umgezogen bist. Und es gibt viele neue Adressen, wo du hin willst. Zu deiner Frau zum Beispiel hinzufahren und zu sagen, ich liebe dich einfach. Früher kanntest du diese Adresse vielleicht gar nicht. Frau, oder wenn du zu ihr sagst, zu deiner Frau, zu deinem Mann, vergebe mir. Und viele tötest du einfach mit so einem Verhalten. Ich will dir helfen. Wie bitte? Es ist sogar gefährlich. Je mehr du in Gottes Haus leben wirst, umso mehr du verrückt also wirst für diese Welt. Wisst ihr noch diese Vers in der Bibel, wenn du die Rettung findest, wird dein ganzes Haus gerettet. Aber du wirst eben einen Ort haben. In Gottes Haus. Also wo ist dieses Haus Gottes, sein Königreich? Unabhängig von dem, wohin du dich bewegen willst, oder geografisch dich bewegst, du wirst immer zu Hause sein, wenn du in sein Haus reingekommen bist. Das Königreich Gottes, also von deinem physischen Haus, dieses Haus ist immer mit dir von Gott. Egal wohin du gehst, egal wo du bist, egal wo du abtauchst oder abhebst, sein Haus wird immer mit dir sein. Selbst wenn du für einige Zeit alleine sein wirst, du wirst trotzdem in Gottes Haus verbleiben. Selbst wenn du die Hölle durchleben musst. Ich nenne es Ад. Und ich nenne diese Welt die Hölle. Und viele Momente in unserem Leben müssen wir durchschreiten, die wir gar nicht durchschreiten wollen. Und du wirst trotzdem immer einem Ort in Gottes Haus haben, in seinem Königreich. Und es wird dir, wenn du das verstehst, es wird dir ziemlich einfach fallen sogar. Weil du weißt, weil du wissen wirst, dass du zu Hause bist. Und niemand kann es zerstören oder dir wegnehmen. Es gab noch nie einen Menschen, es gab noch nie eine Kraft, die in der Lage war, Gottes Haus auch nur zu berühren. Aber ich will in diesem Haus wohnen. Ich will dieses Haus nicht verlassen. Deswegen rufe ich euch alle, bekehrt euch. Und nehmt Jesus an, als euren Retter. Und tretet herein in sein Haus. Es ist ziemlich einfach. Aber der Weg dahin ist nicht so einfach. 1. Buch Mose, 28. Von Vers 16 bis 17. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Die ist nichts anders als das Haus Gottes und diese ist die Pforte des Himmels. Haus Gottes und diese ist die Pforte des Himmels. Es war einfach ein Ort an irgendeinem Feld. Er hat dann ein Denkmal dort gesetzt und hat es Gottes Haus genannt. Aber in diesem Ort, in diesem Feld hat er Gott durchlebt. Kannst du in deinem physischen, echten Haus Gottes Haus durchleben. Das müssen wir anstreben, dass wir immer uns so fühlen, als würden wir in seinem Haus sein. Deswegen sagt Gott, ich brauche nicht euren ganzen Gebäude.
eure Unterschriften, eure Schönheit, die ihr macht, weil ich dort nicht bin. Ich will, dass du mich findest in meinem Haus, sagt Gott. All diese Wände, all das hier ist ohne Gott leer. Wenn du Gott nicht findest, wenn du sein Haus nicht findest, wirst du hier nie Gott durchleben können. Warum kann jemand hier Gott treffen, aber jemand nicht? Weil jemand schon in seinem Haus ist und der andere noch nicht. Sein Haus ist nicht irgendein Tempel und keine Kirche. Es ist ein Himmelreich. Keiner sieht es, aber jeder kann es spüren. Diese Kraft, diese Furcht. Und vielleicht sogar so sehr, wie du dich in diesem Haus noch nicht wohlfühlst. Weil solange du hier auf dieser Erde noch leben wirst, wirst du immer wieder ein Diskomfort haben, weil du immer noch sehr vieles mit dir mitträgst, was du eigentlich schon längst hinter dir lassen solltest. Wie zum Beispiel, sag mir, wenn deine alte Möbel, wenn du deine alte Möbel mitnimmst in ein neues Haus, wenn du umziehst, sieht das gut aus? Also jetzt mal ehrlich, wenn man umzieht in ein neues Haus, will man ja was Neues dort. Also neue Möbel. Egal wie sehr du diese Möbel auch in deinem alten Haus noch geliebt hast, du willst trotzdem neues Sofa, neues Bett, neue Küche oder nicht? Lass uns mal so an die Sache herantreten. Du hast deine alte Küche mitgenommen, warum? Weil dir das hier gefehlt hat. Finanzielle Mittel. Wenn du genug Geld hättest, hättest du nicht die alte Küche mitgenommen, oder nicht? Aber und wieso nimmst du dann dein ganzes altes in Gottes Reich mit? Glaubst du, du brauchst es dort? Jetzt mal ehrlich, selbst wenn du eine Million hast, du wirst nie wollen etwas Altes aus deinem Haus mitnehmen in das Neue. Also vielleicht Fotos. Jemand, der es versteht. Für uns war es zum Beispiel anders. Wir sind ja von Land in ein anderes Land umgezogen. Wie viel konnten wir das schon mitnehmen? Sag mir, was habt ihr mit euren Sachen gemacht? Als du umgezogen bist, hast du alles verkauft. Hauptsache, du wirst es los. Also, etwas zu schenken, sowas gibt es nicht. Das willst du nicht. Ich will wenigstens einen Euro dafür. Aber ich will es verkaufen. Aber dieser Euro, der ist ja nichts wert. Aber ich habe es verkauft, nicht verschenkt. Du kommst hierher und bist arm. Niemand nahm in ein neues Land etwas mit sich. Aber ich bin verwundert, dass unsere Waschmaschine auf Russisch ist. Und unsere Mikrowelle ist auf Russisch. Meine Frau sogar. Hat mich bestraft. Aufgefordert hat sie mich. Wenn du in neues Land, wenn du nach Deutschland kommst, musst du auch Deutsch sprechen. Und als wir eben auszogen, kam es mir so vor, als würden die Menschen uns alles klauen. Nicht uns alles abkaufen, unsere alten Sachen. Sondern klauen. Wir haben das alles fast kostenlos verkauft. Genau so ist es in deinem Leben auch. Alles, was du mit dir mitschleppen willst in sein Haus, das brauchst du dort nicht. Du brauchst einen tatsächlichen Umzug. Zieh einfach um in sein Haus.
Hört, Gottes Haus ist voller Schätze, aber dort in diese Schätze ist kein Gold, kein Silber und keine Diamanten. Aber dann sagst du, nee, ich habe gehört, ich habe ein Zeugnis gehört, dass Menschen das alles gesehen dort haben, Gold und Silber und Diamanten, aber sie haben dort nicht den Wert, den sie hier auf der Erde haben. Weil in seinem Haus ist der Schatz nicht irgendwelche materiellen Sachen, sondern ist der Mensch, der mit Jesus lebt. Und viele kommen, wollen in Gottes Haus hereinkommen und klauen. Sie wollen mitnehmen Gold, Silber, Auto, Mann oder Frau. Sie suchen, aber sie finden nichts. Weißt du warum? Weil sie blind sind und wenn sie in Gottes Haus hereinkommen, dann finden sie nur einen Schatz und das ist der Mensch. Denn du bist ein Schatz, den du hast Wert. Und viele kommen her, weil es ihnen schlecht fällt. Die meisten kommen her, um etwas von der Kirche mitzunehmen. Aber es gibt hier nichts. Es gibt nur diesen einen Wert und das ist der Mensch. Du wirst Menschen sehen, Jesus in ihrem Leben überall mit hinnehmen. Und sonst wirst du nicht sehen. Du wirst hier nichts finden, was für dich am Wert hat. Und wenn du immer noch in die Kirche gehst und immer noch nicht gewusst hast, dass du eigentlich im Endeffekt aus der Kirche was herausklauen willst, also was mitnehmen willst, davon profitieren willst, dann will ich dich bloß jetzt aufhalten. Wenn du etwas hier, wenn du von hier profitieren willst, von irgendwas, also als allererstes ist hier Alarmanlage von Heiligen Geist. Und wenn du hier irgendetwas anrichten willst, das wird nicht funktionieren. Und wenn du was klauen willst, dann kannst du ja mich klauen. Versuch mal, der Schatz, diesen Schatz mitzunehmen. Ich werde das Maul zerreißen. Das müssen wir vielleicht gar nicht mehr übersetzen. Ich will nicht in deine Adresse mit dir gehen, zu diesen Obdachlosen zurück. Mir geht's hier gut, in Gottes Haus. Und ja, viele kommen her mit ihren Planen, mit ihren Plänen und wollen im Endeffekt irgendetwas mitnehmen. Und sie werden auch weiterhin kommen. Sie werden wollen dich mitnehmen. Also sei immer auf der Hut, vielleicht, wenn du noch nicht wirklich umgezogen bist in Gottes Haus. Wird es immer vielleicht immer wieder so sein, dass du aus Versehen in den falschen Bus ansteigen wirst und woanders hinfährst. Diese Menschen, die profitieren wollten von Gott, konnten nichts von Gottes Königreich mitnehmen. Du kannst dort von dort nichts haben. Außer du lebst dort einfach. Es gibt ein Beispiel. Als der jüngere Sohn zu Vater kam und sagte, gib mir das Erbe. Und der jüngere Sohn hat dieses Erbe genommen und das Haus verlassen. Es war einfach der jüngere Sohn, der das Erbe vom Vater verlangt hat. Und der Vater gab ihm das Erbe, die Hälfte des Erbens. Sagt mir, was in der Bibel steht, was passierte danach mit diesem Erben? Er hat es ausgegeben. Und am Ende war er nichts. Er wurde am Ende zu nichts. Obdachlos. Man hat ihn sogar nicht erlaubt, Schweine zu füttern.
без определенного места жительства, но он знал, aber er wusste, dass er in Gottes Haus gelebt hat. Er konnte sich erinnern und deswegen ging er zurück. Das ist ein Beispiel für sollten sich viele als Beispiel nehmen, weil sie von Gott oder von der Kirche profitieren wollen. Sie sagen, die Kirche muss mir helfen. Aber warum willst du nicht der Kirche helfen? Als Mensch, weil du doch die Kirche bist. Да, в духовных вещах мы будем друг другу помогать. Ja, geistlich werden wir uns gegenseitig immer unterstützen. Но если physisch auch. Кто-то хочет использовать aber wenn jemand механизм царства, славу небесного Отца, то у него ничего не получится. Mit Gott nicht spielen will oder etwas von ihm haben will, dann wird daraus nichts. Какой дом небесного Отца? Wie sieht sein Haus aus? В доме небесного Отца идеальный порядок, так как Бог совершен. Dort herrscht vollkommene Ordnung, weil Gott ja vollkommen ist. Gott hat ja nicht meinen Namen, er ist einfach vollkommen. На фоне порядка мы несовершенная семья. Deswegen, wenn man на фоне Божьего порядка мы несовершенны. Aufgrund seiner Ordnung sind wir bei weitem nicht vollkommen. И когда ты приходишь в присутствие совершенного Бога, то ты тоже себя увидишь an einem Ort, wo Gott der vollkommen ist. Dann siehst du dich als nicht vollkommen. Aber ich will dir sagen, es gibt etwas, das sich Religion nennt, das der Mensch aufgebaut hat. Dort wirst du nicht sehen, wie du nicht vollkommen bist. Dort wird man dir sagen, dass man dich liebt, wie unglaublich gut du bist. Deswegen ist es auch, fällt es auch dort so einfach, einfach weiterzuleben, einfach weiterzumachen mit dem Alten. Deswegen ist es ganz normal, dort zu sehen, wenn Menschen rauchen. Oder sogar trinken, wenn Menschen dort ganz normal sich scheiden lassen. Weißt du warum? Weil sie im Endeffekt Gottes Ordnung, vollkommene Ordnung, nicht gesehen haben und sie so nicht sehen konnten, dass sie selbst nicht vollkommen sind. Und wenn du in sein Haus eintrittst, dort ist die vollkommene Ordnung. Und du wirst dort bleiben, so wie du warst. Deswegen kommen viele und können ihr Leben nicht ändern. Sie können ihre Abhängigkeit nicht hinter sich lassen. Warum sehen sie Gottes Kraft nicht? Weil du diese Vollkommenheit noch nicht begegnet bist. Weil Religion einfach Chaos ist. Und ihre Führung, sie wollen einfach nur alles, dass du nicht siehst, dass du unvollkommen bist. Sie erzählen dir, dass du vollkommen bist. Sie erzählen dir alles, aber nicht die Wahrheit. Sie erzählen dir nicht, dass du dein altes Leben hinter dir lassen sollst. Ich entschuldige mich für die, vielleicht das allererste Mal hier sind. Ich schreie manchmal. Ich kann nicht anders, weil Religion einfach stinkt und Unordnung und Chaos ist und Menschen gehen dahin. Dort ist alles perfekt. Ja, es sieht nur so aus, als ob es alles dort perfekt wäre. Извините, у кого вонючие и грязные. Будешь знать, когда, в какую обувь тебя одевать, в праведника. Да? Почему белый ковер? Ты что, так и не понял? Warum ist hier bei uns ein weißer, ein heller Teppich? Damit du siehst deinen Schmutz, den du mit hereinträgst. Ой, натоптал. Извините. Тут мне leid. Сначала с этого начинается. So fängt alles an. Знаешь, что, когда ты придешь в небесный дом, в настоящее служение, ты будешь видеть себя всегда несовершенным. Wenn du sein Haus hereintrittst, они увидели свое несовершенство, и они in seine Präsenz wirst du sehen, wie bei weitem unvollkommen du bist. Когда с ними пообщался, стал плохим, конечно. Неплохой ты, ты грешник. И тебе нужна свобода. Bist ja eigentlich kein schlechter Mensch. Du brauchst einfach nur, dich zu reinigen, Gott in das Blut von Jesus Christus. Jesus Christus. Danke, Jesus, für die Blumen. Du hast diese Blumen geschaffen, damit wir sie dir schenken können. Weil Gott einfach überall ist. Und Religion ist im Endeffekt das komplette Chaos. Und Menschen sitzen ihr Leben lang da drin und ändern sich nicht.
Там и физический бардак, и духовный. Dort ist nicht nur physisch das absolute Chaos, sondern auch geistlich. Aber wenn du sehen wirst, den vollkommenen Gott, dann wirst du herkommen und also mir kommt es immer so vor, dass ich hierher komme und ich mich hier nicht wohl gefühlt habe, weil mir immer hier irgendetwas nicht gepasst hat, weil ich immer etwas korrigieren wollte, weil es hier nie perfekt war. Und genau so ist es ja auch richtig. Und ich danke für dieses Gefühl, Jesus Christus. Dass der Mensch, der mit Gott begegnen hat, mit dem Original, Jesus Christus, der wird sich selbst immer real anschauen. Und es wird immer ihm leichter fallen, sich als vollkommen und perfekt anzuschauen, anzusehen. Denn jeden Tag wirst du sehen den vollkommenen Gott. Und genau das ist ja auch die Kraft vom Himmel, die uns bewegt, die uns anzieht in sein Haus. Deswegen seid grüßt in seinem Haus, wo perfekte Ordnung herrscht, in allen Sphären. Deswegen gibt es in dieser Welt keine perfekten, idealen Menschen. Wir sind alle Sünde. Jesus ist zwar gestorben und hat uns von der Sünde befreit, aber das heißt noch lange nicht, dass du weiterhin Gottes Haus verschmutzen darfst. Es gibt dir nicht das legale Recht, damit du den Schmutz in Gottes Haus hereinträgst. Und wenn du dich siehst, dein schmutziges Leben, dann wird in dir drin immer etwas sein, das, und zwar das Feuer, dass du dich bekehren musst. Und du suchst immer wieder eine Ausrede. Gott, ich musste meine Frau fremd gehen, weil sie mir das und dies nicht gegeben hat. Ich habe bloß ein Glas getrunken, weil es mir schlecht ging. Ich musste meine Nerven beruhigen. Aber hast du schon mal versucht, dich zu beruhigen, deine Nerven zu beruhigen? In Gottes Präsenz? Hast du schon mal probiert? Nicht dein Leben, was du schon kennst, deine alten Adressen. Wir kehren zwar alle dort immer wieder zurück. Wir sind zwar alle die, die es immer wieder anzieht. Und manche kommen dann auch wieder an in ihrem Alter. Und sie verlassen diese Orte, aber wieder schnell. Diese Menschen fahren wieder in ihr altes. Also sie verlassen Drogen und Abhängigkeiten. Такое порядок, Божий порядок в жизни каждого человека. Воздайте Богу славу. И ты тоже знаешь. Du solltest auch wissen, was Gottes Ordnung ist. Уважай Божью чистоту. Deswegen solltest du auch seine Ordnung respektieren. У тебя свой Бог, а у меня свой Бог. Ich habe meinen Gott und du hast deinen Gott. Hast du schon mal gehört von jemandem? Wer hat diese Phrase schon mal gehört? Зала. Почти 100%. Fast alle. 90% sind auch fast alle. Also wenn du es noch nie gehört hast, dann wirst du es noch hören. Mein Gott ist durch Jesus und dein Gott ist durch Philosophie und durch die Lehre dieser Welt. Mein Gott schreibt man groß, weil mein Gott durch Jesus Christus ist. Es gibt keine anderen Götter oder sonst irgendwelche Idole. Deswegen sind wir auch hier. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Das haben auch alle angenommen. Das Fest zumindest haben alle angenommen. Selbst die Moslems feiern Weihnachten. Почему ты тогда отдыхаешь на Рождество, если ты не принимаешь Иисуса Христа?
Почему я не хочу обидеть этих людей? Ich will ja niemanden beleidigen, aber мой Бог, mein Gott, Иисуса Христа, durch Jesus Christus, я не хочу верить в Бога, es gibt keine anderen, irgendwelche Philosophie, die Lehre dieser Welt oder deine eigenen Gedanken. Я заметил, weil ich einfach bemerkt habe, момент в Библии, в книгах, которые есть живые христианские книги. Es gibt viele lebendige, ich nenne sie mal lebendige, christliche Bücher. Сейчас Бог меня повел в книгу. Und Gott lenkt mich gerade in ein Buch von sich quälenden. Слышал, есть такая книга. Es gibt eben so ein Buch. И вы знаете, я посмотрел не глобально, как их казнили, да, как und они умирали за angeschaut, nicht, wie man sie я посмотрел, verfolgt hat und wegen Jesus Christus man sie hingerichtet hat. Ich не увидел в этой книге, которых вели на смертную казнь и которые верили в Бога. Послушайте сейчас ту тонкость этого откровения. Я увидел людей, was ich bemerkt habe, ist, смертную казнь, которые верили в Иисуса Христа. Dass immer die, пусть это сейчас осядет, как мой друг говорит. Die verurteilt haben, die an Jesus Christus geglaubt haben, die selber an Jesus Christus geglaubt haben. Oder an Gott. Людей не казнили за веру в Бога, людей казнили за веру в Иисуса Христа. Also man hat die Leute nicht gerichtet, wegen, weil du an Gott glaubst. Man wird dich verurteilen, weil du an Jesus Christus glaubst. Warum? Weil du eben an Jesus Christus glaubst. Кто-то слышит меня? Versteht jemand? Никто. Niemand wurde im Neuen Testament. Давайте время возьмем Нового Завета. Lass uns das Neue Testament anschauen. Niemand wurde за веру Бога, умерли за веру в Иисуса. Hingerichtet, weil er an Gott geglaubt hat. Sie wurden alle hingerichtet, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Deswegen sage ich, Gottes Kraft hat nur durch Jesus Bestand. Вот поэтому когда ты deswegen, услышал об имени Иисуса Христа, wenn du über Jesus Christus hörst, wenn du es aussprichst, oder wenn du ihn als deinen Retter annimmst, wenn du ihn um Vergebung bittest, dann fangen plötzlich komischerweise Probleme in deinem Leben an. Und genau so ist das echte Leben. Genau so ist das echte Haus Gottes. Durch den Glauben an Jesus Christus. Носящие это имя, их убивали, man hat sie getötet, жестоко, und zwar hart, hingerichtet. Они были преследуемы, sie wurden verfolgt und sie werden immer noch verfolgt. Есть страны, в которых es gibt Länder, wo man genauso Christen tötet, nicht weil sie an Gott glauben, sondern weil sie an Jesus Christus glauben. Weil für uns alles, Gott irgendwie alles. Es gibt ja nur einen Gott. Aber es gibt nur eine einzige Adresse, die zu Gott führt, und das ist Jesus Christus. Du musst nicht bei Gott ankommen. Du lebst in Deutschland. Du weißt, in welcher Stadt du lebst, in welcher Region du lebst. Du weißt, wie deine Straße heißt und wo dein Haus steht. Und auf deinem Haus steht dein Name. Aber Gottes Haus, wie findet man den Weg dahin? Das ist der Weg, heißt Jesus Christus. Das ist bloß eine Ausrede, ich glaube an Gott. Aber wie bist du überhaupt zu Gott gekommen? Ja, aber wie bist du denn zu Gott gekommen? Wie bist du zu Gott hereingekommen? Bist du hereingekrochen? Hast du Glück gehabt oder bist du ins Kosmos geflogen? Wie bist du in sein Haus hereingetreten? Es gibt nur einen Weg dahin. Es gibt nur eine Tür. Das ist Jesus Christus. Und darüber sagt das Neue, die Bibel. Hier drin steht alles über Jesus Christus. Und hier drin steht auch, dass Jesus Christus ein Gott ist. Und deswegen, viele wollen von diesem Namen nichts mehr hören. Und sie versperren den Menschen diesen einen Weg. Du wirst Gottes Haus nur durch Jesus Christus finden. Ich weiß. Und du weißt auch, dass man Christen wieder jagen wird. Zeiten. Es wiederholt sich im Endeffekt alles. Genauso wie man seine Kinder, Gottes Kinder,
einfach gequält hat, du musst dich selber vorbereiten. Wie oft hast du schon gehört, dass man dich verfolgen wird und dass man dich wegen Jesus Christus hassen wird? Dass du an den Heiligen Geist glaubst? Wie oft wurdest du vielleicht deswegen schon beschmunzelt oder angelächelt? Deine Verwandten? Amen oder nicht? Они тебя уважают не из-за того, что ты ходишь в церковь и веришь в Бога. Они сами не понимают, почему они не уважают тебя, потому что они не признают Христа. Dich nicht akzeptieren, warum sie dich nicht respektieren, weil sie Jesus Christus nicht annehmen wollen. Wir alle glauben an Gott, alle glauben mehr oder weniger irgendwelche Tempel oder Kirchen, aber sie kommen nie im Endeffekt Gottes Haus an. Denn es gibt nur einen Weg dahin, Jesus Christus. Die Bibel ist voll davon. Epheser, Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Also schon vor der Erschaffung der Welt. Versuch mal diese Geschichte logisch aufzuteilen. Du warst noch nicht mal geboren, noch niemand war geboren, aber du wurdest schon auserwählt. Denn in Christus hat er uns schon vor der Schaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und unteiliges Leben führen, ein Leben, in dem seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er erst beschlossen. Aber viele wollen Jesus nicht annehmen haben. Viele wollen Jesus nicht. Deswegen sehen sie Gott nicht. Deswegen sehen sie auch Gottes Ordnung nicht. Seine Vollkommenheit sehen sie nicht. Und ich will einfach daran glauben, dass Menschen, Massen von Menschen es endlich sehen wollen und sehen werden, dass sie Gott dienen, dass sie denken, sie Gott dienen, aber im Endeffekt sie bloß geistlich obdachlos sind. Das ist eine sehr gefährliche Position. Es wird dir viel einfacher in dein Leben fallen, wenn du an niemanden und an nichts glaubst. Massen von Menschen, die obdachlos, geistlich leben, die keinen Ort haben, wo sie bleiben. Das ist eine sehr gefährliche Kategorie von Menschen. Deswegen hört, man wird Kraft spüren, wenn neben dir ein Starker steht, wenn man neben dir ein Kräftiger steht. Wann fühlst du dich stark? Sag mir mal bitte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dir wirklich ein stärkerer Mensch begegnet. Bis dahin siehst du dich als stark. Wie kann man sich selbst überprüfen? Ob man stark ist oder nicht. Also ein Christ wird sich erst dann als echter Christ fühlen, wenn er in einer echten Kirche ist. Wenn er im Kreuz, neben dem Kreuz ist. Ein Christ wird sich nur als Christ fühlen, wenn er neben dem Kreuz ist. Neben dem Kreuz ist. Oder auf dem Kreuz mit Jesus Christus. Aber so sind es bloß geistlich Obdachlose. Ich glaube nicht, dass diese Christen sind. Denn wenn die Zeit kommt, wo man was machen muss, verschwinden diese Christen plötzlich alle. Ich habe persönlich sehr viele solche getroffen. Er ist ein Christ von Anfang an. Er kennt die Bibel fast komplett auswendig. Er bewegt sich in dieser Bewegung. Er kennt alle, die Gottes Wort wirklich lebendig machen.
Aber er sitzt da und in seinem Alten. Er weiß nicht, was Gebete sind. Ich habe mal gefragt, warum? Jetzt kommt die Zeit, wo der Heilige Geist mir antwortet. Christen sind die, die am Kreuz sind. Deswegen ein Teil von Jesus Christus sind. Deswegen ist die Zeit vorbei. Es ist unmöglich, stark zu sein und alleine zu sein. Selbst Jesus Christus, der ein Gott war, hat Fischer auserwählt, damit sie mit ihm kommen, mit zusammengehen. Und als Jesus in einem lebendigen Körper war, fühlte er sich stark. Schwächlinge treffen sich mit Schwächlingen. Starke treffen sich mit Starken. Wie verstehst du einfach, dass du, ob du stark bist oder nicht, indem du mit den Stärken eine Zeit lang verweilst? Wenn du dich halten kannst, dann bist du selber stark. Ganz ruhig dein Leben auf die Probe stellen. Versuch's doch mal. Nicht dein Leben bewahren zu wollen, sondern es mal auf die Probe zu stellen. Du wirst etwas Gesundes für dich sehen. Ein einfaches Beispiel. Unterschied zwischen einem Fanatiker und einem Profifußballspieler. Schon keine Zeit mehr eigentlich. Nur noch. Heute ist doch Geburtstag von Jesus Christus. Heute dauert es lange. Nein, wir enden. Damit wir endlich ein neues Jahr anfangen können. Was ist der Unterschied zwischen einem Fanatiker und einem Profifußballer? Wenn jemand eingeschlafen ist, ihr könnt ihn ruhig wecken. Du kannst ihn ruhig wachschütteln, damit er dann nicht schockiert ist, wenn es wieder losgeht. Er kommt hierher, schläft ein, gibt seine Finanzen und geht wieder. So funktioniert es nicht. Wir reden jetzt über Fußball. Mehr oder weniger normales Thema. Also was ist der Unterschied zwischen einem Fanatiker und einem Profifußballer? Für einen Profifußballer ist dieser Sport sein ganzes Leben. Er trainiert, er schaut die anderen Spieler an, seine Gegner, wird er immer analysieren. Sie wollen immer ihre Gegner kennenlernen. Müsst eure Feinde wissen kennen. Den Teufel. Sein Name ist übrigens Teufel. Und du wirst verstehen, wie viel Kraft du wirklich noch brauchst. Und bloß seine Idee, die er in deine Richtung schmeißt, umgehen kannst. Also ein Profifußball ist immer, sein ganzes Leben lang, Fußball, er trainiert und seine Gedanken sind immer mit Fußball gefüllt. Aber ein Fanatiker ist es genauso. Er denkt immer über Fußball. Ein Fanatiker schaut aber bloß Fußball. Und ein Profifußballer spielt. Und ein Profifußballer trainiert sich, bereitet sich vor, er überprüft das Feld, er schaut das Wetter an, er setzt die richtigen Sohlen. Aber ein Fanatiker ist das alles egal. Ihm ist es bloß wichtig, dass er einen guten Platz hat, damit er einen guten Tisch findet, wo er mit am Bier Fußball schauen kann, wo er über andere lästern kann, die diese den Ball nicht treffen oder irgendwelche Fehler machen, weil sie nicht wissen, wie es ist, wirklich auf dem Feld zu stehen. Und genau so ist es mit den geistlichen Obdachlosen. Sie schauen da. Sie schauen uns an. Und sie schauen nicht auf deinen Erfolg an. Sie schauen nur auf dein Versagen. Wie konnte man den Ball bitte denn durchgehen lassen? Es gibt sowas, dass man einen Angriff nicht abgefangen hat. Und ein Fanatiker kommt sofort und ihm fällt nur das. Und er sagt zu dir, du bist nichts.
Das ist der Unterschied zwischen geistlichen Обдохлозен, киндан готес. Начни тренироваться. Пусть твоя жизнь христианская будет всей твоей жизни, чтобы ты понимал, damit dein christliches что Leben, dein ganzes Leben füllen wird. Damit du verstehst, dass du nicht einfach von der Seite schaust, wie die spielen werden, irgendein Gottesdienst kontrollieren oder deine eigene Meinung dazu geben oder bilden wenigstens. Bist du bereit, wirklich das christliche Leben zu leben? Bist du denn überhaupt bereit, in seinem Haus zu leben? Bist du denn bereit, seine Ordnung aufrecht halten zu wollen? Wenigstens für dein eigenes Leben. Am Anfang. Und später auch das von deinen Mitmenschen. Ihnen Gottes Ordnung näher bringen. Зачастую люди занимают такую позицию, чтобы что-то получить, ничего не делая. Это фанаты. Они получают фанатика кайф wollen, просмотра футбола. Фанатика schauen Fußball und они убивают свою время, ist für sie Befriedigung, sie это целые sie vertreiben ihre Zeit einfach damit. Bei den Fanatikern gibt es auch eine ganze es gibt da ganze Clubs und sonst was. Und was wird dort gemacht? Zeit, bloß um Zeit zu vertreiben. Es gibt keinen Fanatiker, der sein Leben komplett Fußball, selbst wenn ein Fanatiker sein ganzes Leben dem Fußball widmet, kann er nicht mal den Ball treffen. Genauso ist es auch mit Christen. Es gibt viele Christen, die jahrelang in Kirchen gehen und sie verstehen nicht, dass es überhaupt Dämonen gibt. Wozu haben wir überhaupt die Kraft von Jesus Christus? Sag mir, was hat uns der Jesus Christus überhaupt gegeben? Die Kraft, um was? Zu befreien, zu heilen und zu sein Wort weiterzutragen. Versuch mal, jemanden zu befreien. Ich bin mir sicher, dass viele Dienste, nicht mal Gottesdienste, nicht mal wissen, was Dämonen sind. Sie wissen nicht mal, wie das funktioniert mit denen, weil es für sie alles nur ein Konzert ist. Und das ist für sie alles bloß, um jemanden irre zu führen. Ich will mein fünftes Jahr, in das wir hereintreten, mein ganzes Leben den Menschen widmen, um Jesus' Wort weiterzutragen. Wir als Pastoren, ich und meine Frau, sind seit 4 Jahren mit Gott. Unser Gottesdienst hat angefangen mit einem kleinen Notebook, in einem kleinen Raum. Und wir haben uns dort einfach versammelt und einfach gebetet. Im Endeffekt für den, jeden Einzelnen, der hier heute ist. Und wir hatten, glaub mir, wir hatten nie Finanzen oder Zeit. Aber ich wusste immer, dass wir in Gottes Haus sein werden. Und ich wusste, dass der hier Gott schafft und nicht der Mensch. Und selbst was wir hier aufgebaut haben, dafür haben wir nicht mal die finanziellen Mittel. Irgendwie kommt es irgendwo her. Wer macht das? Gott macht das. Gott hat keine Schulden. Bei Gott ist alles beglichen. Gott zahlt einen hohen Preis. Er hat nämlich seinen einzigsten Sohn geopfert. Hier. Und er ist auch niemandem was schuldig. Selbst Gott. Ja, представляете, сам Бог создал нас. Ja, Gott hat uns geschaffen und hat auch noch für uns einen Preis gezahlt, damit die Fanatiker nicht mehr schwätzen. Ich will. Ich habe den Wunsch danach, dass Menschen mich anschauen und sehen, was sie geistlich noch brauchen. Ich will kein Obdachloser sein. Ein Obdachloser kann dir nichts geben. Er hat ja nichts. Was ist in dir drin? Was hast du denn mit deinem Obdachlosen? Du hast mit ihm bloß Mitleid. Du schaust ihn an,
Er sieht doch gesund aus. Aber der bettelt. Und das ihn an. Er ist dreckig. Und du hast einfach Mitleid mit ihm. Das ist ein automatisches Gefühl mit dir. Ich will nicht, dass mit mir jemand Mitleid hat. Ich will nicht, dass man mich anschaut wie ein Abdochwesen. Ich will jemandem helfen. Also hört auf. Lasst uns aufhören. Gott mit unserem Mitleid anzuziehen. Schau mich an, Gott, ich bin ein Nichts, hilf mir doch bitte. Nein, Gott, nutze mich. Ich will nicht mehr mit diesen Obdachlosen zusammen sein. Weil dort Gott keinen Platz hat, also wirst doch du dort keinen Platz finden können. Mitleid. Mitleid ist nicht von Gott. Mitleid ist nicht von Gott. Es ist diese Welt, die hat es erfunden. Возможно, кто-то скажет, громко сказал, хочу, чтобы Бог двигался через тебя. Я хочу, чтобы Бог через меня двигался. Ich will, dass Gott durch mich желанием бомжей. Они не хотят ничего. Mit mir zusammen etwas schafft. Ich will, dass durch mich Gott sich bewegt. Ich will diese Massen verlassen. Und die Massen sagen, du kannst nichts. Aber ich werde sagen, schaut, Massen, ich kann's. Du sitzt hier und hörst mir zu. Irgendwas ist ja passiert, auch in deinem Leben. Es gibt ja Samen, die aufgegangen sind, die begegnen mit Gott oder nicht. Deine Gedanken ändern sich oder nicht. Ich weiß, dass dieses Treffen hier Gott organisiert hat. Gottes Größe kann man nicht zerteilen. Gott ist... Gott hat der Mensch... Бога назвал Богом человек, вот. А есть кто-то другой за этим именем. Бог вне границ. Это Бог. Он совсем не Бог. Представляете? Это мы его назвали Богом. Stell dir also vor, Gott ist bei weitem mehr. Gott sagt ja selbst, er ist Alpha von Omega bis Omega. Wie willst du denn mit einem Wort? Unendlichkeit. Nee, nicht wirklich. Also lass uns mit der letzten Phrase beenden. Es gibt in seinem Haus keine Obdachlosen, es gibt bloß Schätze, Menschen. Also bitte ändert eure Navigationssysteme, eure Adresse, da wo ihr hinwollt. Schreibt endlich dahin, Jesus Christus, und irgendein Teil von dir wird dort ankommen. Und irgendein Teil von dir wird dich ganz mitnehmen, weil du ja zusammenhängst. Das ist ein ganzes Mechanismus. Deine Augen, Jesus, gesehen werden, dann wirst du es auch wollen. Женщины тоже. Забей адрес. Во Христе хочу жить. Schreib einfach diese Adresse. Ich will in, am Kreuz leben. Ich will in seinem Haus leben. Deswegen nochmal das letzte Vers aus der Bibel. Philippa, Kapitel 3, Vers 20.